Unser erstes Reiseziel ist übrigens... Hallo! Hallo! Und damit willkommen auf unserem Kanal und unserem allerersten Video. Wir sind Laura und Johannes und wir gehen auf Weltreise und wollen euch da ein bisschen mitnehmen. Ja, auf jeden Fall, weil dieses riesige Abenteuer wollen wir nicht nur für uns selbst dokumentieren und für Freunde und Familie natürlich, Grüße gehen raus, aber auch für jeden, der vielleicht zufällig hier auf den Kanal stößt und der sich für das Thema Reisen interessiert. Für alle, die uns nicht kennen, wollen wir uns jetzt hier vorstellen und ein bisschen über unsere Pläne berichten, was so alles ansteht. Ja, wir beide lieben das Reisen und andere Länder und Kulturen zu entdecken. Wahrscheinlich die Grundvoraussetzung dafür, wenn man sowas wie eine Weltreise macht. Wir kommen aus Südhessen und haben dort schon seit unserer Kindheit von dort aus viele Reisen unternommen. Wir waren schon viel in Europa unterwegs, zum Beispiel in Spanien, Großbritannien und Irland, Belgien, Schweden, in der Schweiz und vieles mehr. Europa verlassen haben wir allerdings erst 2018 zum ersten Mal. Da haben wir einen großen Roadtrip an der Westküste der USA unternommen und spätestens seit dann war unsere Lust auf fernere Länder dann auch wirklich geweckt. Bereits ein Jahr später ging es für uns dann wieder in die Ferne und zwar nach Indonesien und Singapur und das hat uns auch die Reiselust nach Südostasien geweckt, generell die Kultur und der ganze Raum dort. Leider konnten wir im Folgejahr dann nicht los, das war dann 2020, da kam dann leider Corona um die Ecke. Ja, und als dann endlich die ersten Fernreiseziele, das war dann schon Ende 2021, von Deutschland aus wieder aufgemacht hatten, haben wir dann die nächste große Reise unternommen, auch direkt, und zwar auf die Malediven. Da waren wir in einem Resort und haben uns wie im Paradies gefühlt. Aber genug von den kurzen Rückblicken, es geht ja auch immer weiter in die Zukunft. Was könnt ihr hier erwarten? Natürlich Reisevlogs, aber auch gegebenenfalls ein paar Infovideos, Food-Videos. Essen, ganz wichtig. Ja. Und sonstiges, worauf wir halt Lust haben oder was ihr euch vielleicht auch wünscht von uns. Falls ihr jetzt schon tatsächlich Wünsche habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Wir sind über Inspiration, Anregungen sehr offen, da wir ja noch voll am Anfang stehen. Wir sind noch die blutigen Anfänger, was sowohl das Filmen, vielleicht merkt man es ein kleines bisschen, als auch das Schneiden betrifft. Deswegen haben wir auch schon so ein bisschen geübt mit ein paar Videos, die jetzt in Zukunft erscheinen werden, bevor es mit den Weltreisevideos losgeht, weil wir zu Beginn der Weltreise auch erstmal ein bisschen abschalten wollen. Wir werden natürlich schon fleißig filmen, aber wir wollen es noch nicht mit Contentproduktion irgendwie starten. Stressen. Das soll ja kein Stress sein, das ist für uns immer noch ein Hobby und wir machen das auch zum ersten Mal. Ja, und wir machen ja auch am Anfang erstmal ein bisschen Urlaub, bevor es dann so richtig losgeht. Unser erstes Reiseziel ist übrigens Indonesien. Was wir jetzt aktuell schon vorbereitet haben, das sind zwei Vlogs auf jeden Fall von den Malediven, vielleicht werden es auch noch drei. Der erste Weltreise-Vlog, der wird hier auf dem Kanal vermutlich Ende August dann online kommen. Starten tun wir übrigens am 17. August. Das ist jetzt, wenn das Video online kommt, vermutlich nächste Woche. Und ansonsten sind wir aber auch auf Instagram aktiv. Da könnt ihr auch immer gerne schauen. Da sind wir auch aktuell dann, aktueller auf jeden Fall, als hier auf YouTube. Genau, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung zu unserem Instagram. In der Beschreibung findet ihr auch den Link zu unserer Weltreise-Webseite. Also falls wir euer Interesse geweckt haben, mehr über uns zu erfahren, über unsere Weltreise oder Reisen, die wir bisher hatten, schaut auf jeden Fall auf unserer Webseite vorbei. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung den Link. Da gibt es auch mehr Informationen, nicht nur über uns und die Weltreise, sondern auch über Packlisten, wie wir unsere Weltreise geplant haben. Da war ja auch einiges zu tun. Auf jeden Fall. Und auch viele Facts noch über die Länder, was wir so zusammengetragen haben. So beste Reisezeit. Was für eine Sprache spricht man überhaupt wo und so weiter. Ja, alles Mögliche. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch hier ein Abonnement hinterlasst und ja, dann einfach nichts verpasst, falls ihr euch für unsere Weltreise interessiert und von Anfang an mit dabei sein möchtet. Genau, lasst auch gerne zu dem Video noch ein Like da. Würde uns freuen, Daumen hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao. Ciao.